was ich hier mache. Ich erinnere mich gerade, wie meine Hand mit 20 ausgesehen hat. Ja, ja, die Spuren der Zeit. Diese Promi-Hand hier zum Beispiel, die sieht doch tatsächlich aus wie knapp 50, oder? Das Gesicht der Dame, Sarah Jessica Parker, könnte aber auch noch ein paar Jährchen jünger sein, oder? Keine Falte, glatt und straff. Aber an den Händen, da erkennt man halt das wahre Alter. Deswegen der neue Trend, Handverjüngung. Madonna im Rampenlicht. Ihre 56 Jahre sieht man ihr nicht an. Die Hände edel verpackt. Im Freizeitlook verraten sie aber doch Madonnas wahres Alter. Nicole Kidman ist 47 und quasi faltenfrei. Ihre Hände sind es nicht. Auch Schauspielerin Sarah Jessica Parker sieht nicht aus wie fast 50. Doch schaut man auf ihre Hände, so wird ihr wahres Alter sichtbar. Ging es in den letzten Jahren um das perfekt gestraffte Gesicht, so stehen jetzt die Hände im Fokus ästhetischer Eingriffe. Dr. Nicole David hat sich auf nicht-operative Schönheitsbehandlungen spezialisiert. Laut ihrer Erfahrung hat der Wunsch nach Handverjüngung zugenommen. Insbesondere in den letzten 2 Jahren ist die Nachfrage gestiegen. Natürlich allen voran das weibliche Geschlecht. Nur ganz wenige Herren interessieren sich bisher für dieses Thema. Und wir merken da einen deutlichen Zuwachs. Auch Susanne Hahn möchte ihre Hände verjüngen lassen. Die 50-Jährige ist Vorstandsmitglied einer großen Firma. Sie legt viel Wert auf ihr Äußeres. Und das gilt auch für ihre Hände. Sie empfindet ihre Haut faltig. Auch die Pigmentflecke auf dem Handrücken stören sie. Meine Motivation ist ganz einfach dadurch, dass ich auch sehr engagiert im Berufsleben stehe und viel mit Menschen zu tun habe. Es stört mich einfach. Ich das sehe, dass die Haut als faltiger wird. Und deswegen habe ich mich auch an Frau Dr. David gewandt. Welche Möglichkeiten gibt es da, dass man die Falten wegbekommt? Ein Handlifting mittels OP birgt zu große Risiken. Sichtbare Narben oder bleibende Schäden wie Sehnenverletzungen können die Folge sein. Eine Alternative? Die Unterspritzung der Haut mit Hyaluronsäure. Diese soll die Hand aufpolstern. Die Ärztin markiert die Areale des Handrückens, die unterspritzt werden sollen. Hyaluron ist eine Substanz, die Wasser bindet. Und eigentlich im menschlichen Körper, gerade wenn wir auf die Welt gekommen sind, noch sehr reichhaltig vorhanden ist. Aber in dem Moment, wo wir anfangen zu altern, das ist leider so, schon ab Mitte 20 verlieren wir drastisch Hyaluron zwischen unseren Zellen und entsprechend nimmt dann auch der Feuchtigkeitsgehalt der Haut insgesamt im Gesicht als auch am Körper deutlich ab. Nachdem die Hand betäubt wurde, spritzt Nicole David die Hyaluronsäure unter die Haut. Auch wenn dies keine OP ist, Risiken gibt es auch bei dieser Behandlung. Wie bei jeder Unterspritzung, ich steche durch gesundes Gewebe, es kann sich entzünden, es kann bluten. Durch einen Bluterguss kann es zu einer vermehrten Schwellung in dem Areal kommen, was sich selbstverständlich auch wieder zurückbilden würde. Dass das Material zusätzlich eingeführt wird, bedeutet, dass es zu einer kurzfristigen Überspannung der Hautnerven auch kommen kann, der sensiblen Nerven, sodass es auch mal in dem Areal vorübergehend wohlgemerkt zu einer Taubheit kommen kann. Je nach Sorte und Menge kostet die Behandlung zwischen 400 und 1500 Euro. Hyaluronsäure baut sich im Laufe der Zeit aber wieder ab. Man sagt, im Schnitt hält das Produkt etwa 1 bis 1,5 Jahre. Natürlich ist das davon abhängig, wie die Lebensumstände des Patienten sind. Ist er der Sonne ausgesetzt? Raucht er? Kann er vielleicht nicht so ordentlich regelmäßig seinen Schlaf zu sich nehmen? Das alles beeinflusst natürlich die Haltbarkeit eines Produktes. Bis der Stoff genügend Wasser gebunden hat und die Hand aufpolstert, dauert es circa eine Woche. Einen ersten Effekt erkennt die Patientin schon nach 15 Minuten. Ich muss sagen, ich bin absolut begeistert. Vor allen Dingen, ich habe erstmal überhaupt keinen Schmerz gespürt. Es ging auch recht schnell für meine Begriffe und sehe auf alle Fälle die ersten Ergebnisse. Auch die sogenannten Altersflecken will Susanne Hahn behandeln lassen. Dies kann per Laser gemacht werden, ähnlich wie bei einer Tattoo-Entfernung. Wichtig bei einer solchen Behandlung, der Arzt muss entsprechend für das Gerät geschult sein. Diese Laserbehandlung kostet Susanne Hahn weitere 550 Euro.
Es wird sich so entwickeln, dass überall, wo Sie die kleinen roten Kreise sehen, wir ja gelasert haben, das müssen Sie sich grob vorstellen wie eine Schürfwunde. Das bedeutet, es bildet sich eine kleine Kruste, die wird abfallen. Das sollte man die auch nicht jetzt mutwillig entfernen, sondern das wird alles von selbst vom Körper erledigt. Und darunter ist dann die Haut erstmal schweinchenrosa, wie als würden Sie eine Kruste verlieren nach einer Schürfwundenverletzung. Und die Farbe, die entwickelt sich dann erst nach und nach im Laufe der Monate wieder zu der Umgebungshautfarbe. Ich würde es mir gerne mal 3 Monate später sind die Hände komplett verheilt. Susanne Hahn kommt zu einer weiteren Nachuntersuchung. Im Vergleich zu vorher kann man erkennen, der Handrücken ist aufgepolstert, die Knochen und Sehnen treten nicht mehr so hervor, die Pigmentflecke sind weniger sichtbar. Für dieses Ergebnis hat Susanne Hahn knapp 1400 Euro gezahlt. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Vor allen Dingen, was mich fasziniert hat, ist, wie schnell, wie problemlos, ohne Schmerzen, ohne OP alles vonstatten ging. Vor allen Dingen in der Kürze der Zeit auch das sichtbare Ergebnis schon da ist. Wer seine Hände und Haut vor schneller Alterung schützen will, muss vor allem die Sonne meiden. In der Beratungssituation ist das Allerwichtigste, dass ich Aufklärung betreibe, dass schon in der frühen Jugend am besten angefangen wird mit dem Sunblocker. Unsere Ozonlöcher, die bedingen nun mal diese Aggressivität der Sonne. Und das ist der Faktor Nummer 1 für das Älterwerden der Haut, von Gesicht bis zu den Füßen. Susanne Hahn hat sich entschieden, den Alterungsprozess ihrer Hände medizinisch zu verlangsamen. Auch wenn das Ergebnis nur 1 bis vielleicht 1,5 Jahre halten wird, für die Geschäftsfrau hat sich die Behandlung gelohnt.